Guten Morgen, meine Damen und Herren. Thema der heutigen Stunde sind Polymerisationsreaktionen von Alkenen. Wir beginnen zunächst mit der kationischen Polymerisation. Dazu braucht man stabilisierte Carbeniumionen. Und am Ende der vergangenen Stunde haben wir bereits ein solches stabilisiertes Carbenium-Ion kennengelernt, das Terzbutyl-Kation. Bei der bekanntesten und wichtigsten kationischen Polymerisation spielt dieses Terzbutyl-Kation auch die zentrale Rolle. Man geht von Isobuten aus. Man braucht eine Brønstedt-Säure. Säure induziert ist diese Polymerisation. Beispiel für eine Brønstedt-Säure, die hier eingesetzt wird. Das ist BF3 plus Ethanol. BF3 als Lewis-Säure koordiniert an dem Sauerstoff. Und die Säure, die man dann dabei erhält, ist das Ethoxy-substituierte BF3, was insgesamt ein Anion ist, ein Borat und mit H+ als Gegenkation. Das Isobuten als Monomer wird gemäß Markovnikov protoniert, endständig. Und es wird dann das Terzbutyl-Kation gebildet. Dieses hat ein stark elektrophiles Zentrum und reagiert mit einer zweiten Einheit, Isobuten. Wobei wir dann wiederum ein tertiäres Carbenium-Ion als reaktive Zwischenstufe erhalten. Das geht dann weiter. Nächste Isobuteneinheit. Und wir sehen schon, wie sich hier eine Kette bildet. Bis schließlich ein Polymer entstanden ist. Und dieses Polymer können wir folgendermaßen beschreiben. Eine polymere Kette, ich setze das jetzt mal hier in eckigen Klammern, schreibt hier ein N dran. Ja, und irgendwann ist auch das Ende dieses Polymers erreicht. Es wird deprotoniert, ein Olefin entsteht und dieses Olefin ist das Hofmann-Olefin, thermodynamisch weniger günstig, aber so zu ungefähr 80% hat man bei diesem Polyisobuten oder Polyisobutylen zu ungefähr 80%, also das Hofmann-Produkt. Die anderen 20% dürfen dann naturgemäß das Zaitsev-Produkt sein mit dem Olefin hier weiter drin. Wenn N so im Bereich 5 bis 50 ist, also bis zu 50 Einheiten Isobuten haben reagiert zu einer solchen Kette, dann haben wir es beim Polyisobutylen mit einem viskosen Öl zu tun. Sind aber durchaus längere Ketten erreichbar, N 5000 bis 50.000,
dann handelt es sich um eine kautschukartige Verbindung. Und längere Ketten erreicht man vor allem dann, wenn man zu tieferen Reaktionstemperaturen geht. Also diese kationische Polymerisation wird durchaus bei Temperaturen von minus 100 Grad Celsius durchgeführt. Was sind nun die Anwendungen für Polyisobutylen? Recht vielfältig, je nach Kettenlänge. Es wird eingesetzt mit kurzen Ketten, zum Beispiel als Insektenleim, aber dann mit längeren Ketten als Dichtungsmasse. Es ist der Hauptbestandteil von einem Zeug, was sich Elastol nennt. Das wird eingesetzt, wenn ein Ölteppich auf das Meer geraten ist. Dann wird das Elastol draufgestreut und Elastol ist in der Lage, das Hundertfache an seinem Eigengewicht an Ölfilm aufzunehmen. Und dann kann man das als ja, so eine Art viskose Matte vom Wasser runterziehen und das Erdöl auch wiedergewinnen. Dann wird dieses Polyisobutylen eingesetzt zum Plastifizieren von Sprengstoff und letztlich ist es auch der Hauptbestandteil neben Zucker von Kaugummi. Also vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Wie sieht es mit anderen kationischen Polymerisationen aus? Wenn wir jetzt statt Isobuten einfach Propen einsetzen würden, kriegen wir da auch eine solche Polymerisation hin. Also, Protonierung liefert uns in diesem Fall ein sekundäres Carbenium-Ion, auch als Gleichgewichtsreaktion. Und hier sehen wir schon, mit Propen dürfte diese Reaktion schlechter ablaufen, weil sekundäres Carbenium-Ion ist weniger stabil als ein tertiäres. Oder umgekehrt kann man auch sagen, das Propen ist weniger basisch als das Isobuten. Insofern läuft schon dieser Schritt schlechter ab als beim Isobuten. Nächster Schritt, die Reaktion mit dem zweiten Äquivalent. Dieses Isobuten ist nicht nur schwächer basisch, sondern auch das schlechtere Nukleophil. Das heißt, auch der nächste Schritt läuft schlechter ab als vorher beim Isobuten. Und jetzt kommt noch der entscheidende Grund. Hier haben wir nun Möglichkeiten der Umlagerungsreaktion, einfach 1,2-H-Verschiebungen. Ein Proton verschiebt sich von hier an diese Position. Dann haben wir das kationische Zentrum an der Stelle. Und das geht natürlich noch einen Schritt weiter. Dieses Proton wandert hier rüber, sodass wir letzten Endes wieder zum tertiären Carbenium-Ion gelangen. Ja, jetzt kann natürlich hier jetzt die Reaktion weitergehen. Dieses kann dann mit dem Propen reagieren, bildet ein quartäres Zentrum, hier mit dem Carbenium-Ion. Aber Sie sehen schon, wir kommen bei dieser Art von Reaktion halt nicht zu einem Wachstum einer linearen Kette. Hier kommen halt Verzweigungen rein. Das läuft insgesamt nicht so gut. So, daraus folgt Verzweigungen. Wie lässt sich nun Propylen polymerisieren, also echtes Polypropylen herstellen? Das ist möglich übergangsmetallkatalysiert.
Und das nennt man dann die Koordinationspolymerisation. Der geeignete Katalysator wurde von Karl Ziegler hier in der Nähe, ganz in der Nähe, am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim gefunden und unabhängig noch von Natter. Das Ganze nennt man dann die Ziegler-Natter-Polymerisation. Und den Ziegler-Natter-Katalysator stellt man her, ursprünglich aus Titan-Tetrachlorid plus Trialkyl-Aluminium-Verbindungen. So ein Alkyl-Titan-Trichlorid ist dann der aktive Katalysator. Genau wie Organobor-Verbindungen ist auch dieses Titan eine sehr gute Lewis-Säure und koordiniert an einem Olefin. In der Bohrchemie haben wir die Hydroborierung kennengelernt. Hierbei handelt es sich dann um eine Carbotitanierung einer CC-Doppelbindung. Also den entscheidenden Reaktionsschritt. Also, Propen koordiniert am Lewis-sauren Alkyl-Titan-Trichlorid. Jetzt als Schritt die Carbotitanierung. Genau wie bei der Hydroborierung ist auch das eine Syn-Addition, allerdings hierbei natürlich gleichgültig. Und das Titan landet an der sterisch weniger beanspruchten Position, nämlich hier endständig. Hoppla. Ja, und nun geht das Ganze weiter. Nächster Schritt, wieder Propen. Und so weiter und so fort, ein Polymer entsteht. Und das können wir wieder kennzeichnen, indem wir hier so eine Einheit in eckigen Klammern setzen und ein N dran schreiben. Das ist also das Polypropylen. Jetzt sehen wir da, dass wir es hier mit lauter stereogenen Zentren zu tun haben. Und das macht auch von den Eigenschaften her dann einen Unterschied, ob das regelmäßige stereogene Zentren sind oder rein zufällig verteilt. Zufällig verteilt, dann spricht man von einem ataktischen Polymer. Zufällige Verteilung der stereogenen Zentren.
isotaktisch dabei hat man es dann mit einer einheitlichen absoluten Konfiguration zu tun. Zum Beispiel also die Abfolge, sämtliche stereogenen Zentren sind R-konfiguriert bzw. S-konfiguriert. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Das nennt sich syndiotaktisch. Dann sind die, ja, ist die Stereoinformation an den Zentren alternierend. Es kann zum Beispiel sein RS, RS und so weiter. In der Tat lässt sich es steuern, ob man nun isotaktisch, syndiotaktisch oder ataktisches Polymer hat. Und zwar lässt sich das steuern über zusätzliche Liganden, die entweder am Titan angebracht sind oder in durchaus modernen, sehr modernen Verfahren, wenn andere Metalle eingesetzt werden. Meines Wissens ist auch Zirconium dafür gut geeignet. Und da kann man dann weitere Liganden dranpacken. Durchaus chirale Information direkt über die Liganden an das Übergangsmetallzentrum binden. Weitere Polymerisationsmöglichkeit ist die anionische Polymerisation. Die ist wichtig, zum Beispiel für Sekundenkleber. Dabei handelt es sich in der Regel um sogenannte Cyanacrylate als Monomere. Die Cyanacrylate sind abgeleitet von der Acrylsäure. Ja, und es ist klar, dass für Cyanacrylate hier noch eine Cyanogruppe dran sein muss. Handelt sich um Ester der Acrylsäure, wo dann hier noch die Cyanogruppe angefügt ist. Und durch mesomere Effekte sorgen diese Esterfunktion und die Nitrilgruppe für ein ausgeprägtes Delta Plus hier an der Stelle. Und später, wenn ein Nukleophil hier angegriffen hat, dafür, dass das entstehende Anion mesomer stabilisiert ist über die Esterfunktion und über die Cyanogruppe. Jetzt ein Nukleophil wie OH- angreift. Bildet sich dieses stabilisierte Anion, was aber nichtsdestoweniger trotz recht nukleophil ist und greift nun am nächsten Cyanacrylat an.
und so weiter und so fort und es bildet sich ein Polymer. Diese Cyanacrylate sind elektrophil genug, dass sie nicht ein OH- benötigen, also tatsächlich freie Base, sondern auch schon Wasser reicht, um als Nukleophil anzugreifen. Können Sie sich vorstellen, naja, okay, dann ist eben also zunächst hier noch protoniert, wird halt deprotoniert und trotzdem geht das weiter. Wie gesagt, das ist der bekannte Sekundenkleber. Hier geht es dann weiter, USW. Vierte Möglichkeit, die radikalische Polymerisation. Vielfältige Anwendungen, auch als Klebstoff. Ein Beispiel sind die Zwei-Komponenten-Kleber. Bei den Zwei-Komponenten-Klebern kommt als Monomer für die Polymerisation in der Regel ein Metacrylsäure-Methylester zum Einsatz. Strukturformel. Sehen Sie, Acrylsäure-Methylester, zusätzliche Methylgruppe hier, nennt man dann Metacrylsäure-Methylester. Wie gesagt, ist es eine radikalische Polymerisation, zu wir ein Radikal X benötigen. Damit das Radikal X entsteht, brauchen wir ein Peroxid plus einen sogenannten Beschleuniger. Peroxide mit der labilen Sauerstoff-Sauerstoff-Bindung zerfallen in der Regel in Radikale so ab einigermaßen schnell 50 bis 60 Grad Celsius. Das kennen Sie von Metachlor per Benzoesäure, von Dibenzoylperoxid war auch ein Radikalkettenstarter, den wir schon mal besprochen hatten. Und damit die halt schon bei Raumtemperatur zerfallen, braucht man noch einen Beschleuniger. Nach welcher Chemie auch das immer abläuft, das ist halt ein Katalysator für den Zerfall des Peroxids. Mit den zwei Komponenten hat es nun folgendermaßen auf sich. Man hat in der einen Tube das Monomer plus halt den Beschleuniger. In der zweiten Tube hat man das Peroxid. Dann mischt man das zusammen und die Polymerisation startet halt. Das ist mit den beiden Komponenten gemeint. Chemisch sind drei Komponenten dabei, aber in zwei unterschiedlichen Packungen oder Tuben. Ja, und die radikalische Polymerisation, klar, wie die abläuft, immer so, dass das stabilst mögliche Radikal als reaktive Zwischenstufe auftaucht. Und das heißt, dieses X-Radikal wird hier endständig am Olefin angreifen, damit das radikalische Zentrum dann hierhin gelangt, denn an der Stelle ist das radikalische Zentrum zu einem Pi-System konjugiert, was immer die Stabilisierung ausmacht. Ja, dann läuft die Polymerisation weiter.
Und schließlich können wir auch das Polymer, die Struktur des Polymers formulieren, zum Beispiel folgendermaßen. Wieder hier in eckige Klammern gesetzt, ein N dran. Ja, und irgendeine Form von Abbruchreaktion, radikalische Kettenabbruchreaktion ist es im Prinzip, muss hier stattgefunden haben. Und das kann zum Beispiel sein die Bildung eines endständigen Olefins. Also, zum Beispiel, gibt mehr Möglichkeiten. Im Übrigen dieses Polymer jetzt nicht als Kleber in dünnen Schichten, sondern als Bulk Material ist bekannt unter dem Namen Plexiglas. Also auch recht wichtig, wie Ihnen bekannt sein dürfte. Schauen wir uns mal die radikalische Polymerisation von Styrol an. Hier schon mal die Struktur vom Styrol. Vinyl, Benzol oder Phenylethen, ganz wie Sie wollen, den Namen Styrol halt bekannt. Nochmal Radikalkettenstarter. Kennen Sie schon von radikalischen Halogenierungen, das Dibenzoylperoxid, hat diese Struktur mit der labilen Sauerstoff-Sauerstoff-Bindung nach Erhitzen. Haben Sie zwei solche Säureradikale, die spontan CO2 abspalten und Phenylradikal ist dann das Radikal, was den Kettenprozess startet. Und das AIBN, Azo bis Isobutyronitril, hat diese Struktur nach Erhitzen, spaltet sich molekularer Stickstoff ab, N2. Diese Bindungen werden geknackt. Und zwei solche Isobutyronitril-Radikale werden dabei gebildet und die starten dann die Kettenreaktion. Ihre Aufgabe ist es nun, mal das Polymer, die polymere Struktur zu entwerfen für das Polystyrol. Ja, das ist das Gute an diesen Übungsaufgaben zwischendurch. Dann kriege ich von Ihnen die Rückkopplung, was Sie verstanden haben und was nicht und welche Fehler halt so üblich sind. Und dann kann ich Ihnen das auch wieder entsprechend zurückgeben. Die Radikalkettenstarter. Da geht es doch nur darum, dass die Kettenbildung initiiert wird. So, Sie haben die Möglichkeit, entweder Dibenzoylperoxid einzusetzen oder AIBN. Es wird nicht beides da eingesetzt. So,
Und beim AIBN haben Sie dann solche Radikale als die Starterradikale für die Polymerisation. Und hier Phenylradikale sind dann diejenigen, die beim Dibenzylperoxid rauskommen. Wenn Sie jetzt von diesem Zeug viel reintun würden, dann haben Sie viele Ketten, die starten. Und das bedeutet, dass insgesamt ja, nach Verbrauch des Styrols Sie viele kurze Ketten haben. Ja, wenn Sie ein möglichst langkettiges Polymer haben, dann würden Sie auch recht wenig an Radikalkettenstarter hineintun. Ja. So, und entweder das hier ist der Kettenstart oder dieses hier, also die Reaktion von dem Phenyl oder von dem mit dem Olefin, nämlich Styrol. Wir können jetzt also der Einfachheit halber für beide eine Abkürzung machen, R-Radikal. Jetzt geht es doch nur darum, dass Styrol mit dem R-Radikal reagiert. Beliebtester Fehler, ganz offenbar, und das haben so gut wie alle gemacht, die da überhaupt was hingeschrieben haben, ist, irgendwo einen Kohlenstoff zu vergessen. Ja? Also zählen Sie, wenn Sie überhaupt, das gilt für alle möglichen Übungsaufgaben, Klausuraufgaben, Hausaufgaben, zählen Sie die Gerüstatome nach. Da haben Sie schon einen großen Teil der Fehler eliminiert, wenn Sie da richtig zählen. Ja? So, also das R-Radikal reagiert mit dem Olefin. Zur stabilstmöglichen radikalischen Zwischenstufe. Eine Bindungsbildung, eine kovalente Bindungsbildung findet statt. Und es gibt ja nur zwei Positionen, wo das hin stattfinden kann. Entweder das R dockt hier N ständig an, sorgt dafür, dass da dann das radikalische Zentrum ist, oder das R dockt hier an, dann wäre dort das radikalische Zentrum. Hier hätten wir ein primäres Radikal, das ist schlecht. Da haben wir ein sekundäres Radikal, was zusätzlich noch mesomer in Wechselwirkung tritt und damit stabilisiert ist zum Ring. Heißt also, das R-Radikal bindet zwangsläufig hier an das endständige Kohlenstoffatom. Das ist nur die Zwischenstufe. Nächster Schritt. Zweite Styroleinheit. Und hier muss man halt nachzählen. Ja? 1, 2 Kohlenstoffe kommen hinzu und dann die Phenylgruppe. 1, 2 Kohlenstoffe, dann die Phenylgruppe. Hier haben wir das radikalische Zentrum. Und weiter. Na, irgendwann wird es dann langweilig, das zu zeigen, und die Tafel ist hier auch zu Ende. Da muss man sich was einfallen lassen, wie man denn das Polymer kennzeichnet. Und dann schaut man sich halt an, welche Strukturen da sich wiederholen. Das war hier der Anfang. Ich könnte jetzt auch schon hier die eckigen Klammern dran machen, aber ich setze jetzt mal hier dazwischen. Das ist die sich wiederholende Einheit. Tja, und jetzt wird hier die Kette in irgendeiner Form zu Ende sein. Was kann da alles passieren? Ja, okay, so ein endständiges Radikal hier schnappt sich von irgendwoher einen radikalischen Wasserstoff.
Das wäre so eine typische Abbruchsreaktion, eine Disproportionierung. Oder zwei Ketten dimerisieren. Oder Sauerstoff tritt hinzu und dann kommt hier so ein Peroxid, was dann natürlich die Reaktion auch noch weitergeht. Also hier haben wir dann irgendwo unbestimmt eine weitere Endgruppe und die nennen wir halt einfach R'. Wenn N groß genug ist und wir hier eine ordentlich lange Kette eben haben, dann spielen diese Endgruppen für die Materialeigenschaften halt eine untergeordnete Rolle, ja, weil halt diese sich wiederholende Einheit bestimmt die Materialeigenschaften. Ja, Begriffe, die noch zur Polymerisation gehören, die wir unbedingt besprechen müssen, das ist zum Beispiel die Copolymerisation. Ist auch möglich, hier bei der radikalischen Polymerisation das zu machen. Und zwar hat man dann zwei unterschiedliche Monomere. Zum Beispiel Styrol. Das wir gleich mal abkürzen als dieses hier. Ja, hier Phenylgruppe abgekürzt. Plus das Divinylbenzol. N-Einheiten hiervon, M-Einheiten davon. Also in unterschiedlichen Verhältnissen packen wir das zusammen. Ja, und dann findet auch die radikalische Polymerisation statt. Und dieses Divinylbenzol ermöglicht dann Verzweigungen und Quervernetzungen der Ketten. Wie würde dann das Copolymer aussehen? Naja, da hätten wir dann halt so etwas hier. Phenylgruppe, dann mal da drin das Divinylbenzol, was mit polymerisiert ist. Tja, solche Strukturen mit solchen Quervernetzungen und Verbrückungen kommen dann drin vor und die verändern ganz gewaltig die Materialeigenschaften, während halt Styrol in Polystyrol in etlichen organischen Lösungsmitteln recht gut löslich ist, sorgt eine solche Verzweigung und Quervernetzung dann für eine drastische Verminderung der Löslichkeit bis hin zur Unlöslichkeit in fast allen organischen Lösungsmitteln. Eine spezielle Form der Copolymerisation ist die sogenannte Block-Copolymerisation. Da haben wir dann das Monomer A und das Monomer B. Die beiden Monomere werden aber nicht hier wie bei dieser Copolymerisation in irgendeinem Verhältnis direkt von vornherein in den Topf getan, sondern wir lassen erst Monomer A polymerisieren, geben dann das Monomer B hinzu,
Das dockt dann an und es wird mit Monomer B weiter polymerisiert. Was dabei dann herauskommt, wir haben dann also irgendwo wieder Startfunktion. Dann haben wir die Einheit A n mal da dran geknüpft. Dann kommt die Einheit B m mal da dran und irgendwie eine Endgruppe werden wir ja dann auch wiederum haben. Und Sie können sich vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel A relativ unpolar ist, B relativ polar, dann haben wir ein Polymer mit besonderen Eigenschaften, dass die eine Seite halt polar ist, die andere ist unpolar. Das gibt dann Selbstordnungsprozesse und eben also hier interessante polymere Werkstoffeigenschaften. Nur, was ist denn notwendig dafür, dass wir so eine Block-Copolymerisation durchführen können? Doch ganz einfach Folgendes, dass wenn wir jetzt hier die Polymerisation gestartet haben und das Monomer A abreagiert hat, dass dann noch eine für die Polymerisation aktive Endgruppe verbleibt. Man spricht davon, dass diese Endgruppe noch leben muss. Es ist also, ja, was benötigt wird, ist ein sogenanntes Living Polymer. Also der Polymerisationsprozess muss noch im Prinzip am Leben bleiben, obwohl Monomer A aufgebraucht ist, dann gibt man Monomer B zu und dann reagiert das weiter. Und jetzt ist klar, dass das nicht über eine radikalische Polymerisation laufen kann. Radikale, hochreaktiv, neigen halt dazu, irgendwo einen radikalischen Wasserstoff noch zu abstrahieren oder, wie ich gerade schon erwähnt hatte, Disproportionierungsreaktionen oder Rekombinationen, zwei radikalische Endfunktionen rekombinieren, bilden eine besonders lange Kette, dann ist da die Polymerisation mit Verbrauch der Monomeren ja praktisch gestorben. Ja. Möglich ist es aber, diese Living Polymers zu haben mit der anionischen Polymerisation und auch mit übergangsmetallkatalysierter Polymerisation. Beispiel jetzt eine anionische Polymerisation von Styrol, zunächst Styrol mit dann eben einer zweiten Komponente. Das ist möglich. Wir setzen hierbei N-Butyllithium als Startermolekül ein. Plus Styrol. Jetzt ist das Butylanion das Nukleophil und die Addition hier an diese Doppelbindung wird auch wieder so geschehen, dass hier das stabilstmögliche, die stabilstmögliche reaktive Zwischenstufe entsteht und das ist das Anion mit der anionischen Ladung hier, weil man auch in diesem Fall die Konjugation, Stabilisierung zu der Phenylgruppe formulieren kann. Also, radikale Anionen und Kationen, alle sind in Benzylstellung besonders stabilisiert. Hier ist jetzt die Butylgruppe, da haben wir das Anion, Lithium plus gegen Kation. Das ist der erste Schritt. Jetzt geht das polymerbildend weiter. Nehmen wir mal an, hier Verhältnis 1 zu n, dann kann sich hier eine solche Kette bilden. Ja, hier hätten wir dann Wiederholung n minus 1, da noch die zusätzliche Einheit. Und dieses bleibt dann am Leben, wenn wir trocken unter Feuchtigkeits- und unter Luftausschluss arbeiten. Dann bleibt
die Organolithium-Spezies da erhalten, ist also ein lebendes Polymer. Und nun können wir hier einen anderen Aromaten hineintun, vielleicht auch einen Benzolring, der noch zusätzlich irgendwo Methoxygruppen enthält, was dann ja, die Polarität von dem erhöht, was wir hier noch dran packen. Das Ganze jetzt hier M mal. Wie wird dann das Polymer aussehen? Da die Arylgruppe, dies wiederholt sich dann n mal, dann kommt die Einheit da dran. Das wäre dann hier m minus 1. Und hier haben wir dann zunächst einmal das Lithium dran sitzen. Wir könnten jetzt nochmal weiter mit einem weiteren Monomer das Ganze machen. Aber wir könnten das lebende Polymer einfach abtöten, indem wir ein bisschen Wasser dazugeben, hydrolysieren das, machen dort vorne dann den Wasserstoff dran. Bevor es mit einer weiteren Polymerisationsmöglichkeit weitergeht, der Olefin-Metathese-Polymerisation, machen wir an der Stelle 5 Minuten Pause bis 15:15.